Der zweite Teil vom dritten Teil Samadhi. Dies ist der einzige Kampf, den du gewinnst, indem du aufgibst. Durch Unterwerfung, durch Sterben auf dem Schlachtfeld. Freiwillig aufs Kreuz zu steigen. Alle, egal ob ich schwarz oder weiß, das spielt keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Love Lock Highlights und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die Community. Und zwar ziehen wir uns heute rein. Samadhi Teil 3, der weglose Weg. Der zweite Teil vom dritten Teil Samadhi. Und ich hab Bock drauf. Ja, was soll ich euch sagen? Mittlerweile ziehe ich mir den Film auf Englisch rein, auch nochmal. Morgens nach dem Aufstehen, wenn ich gerade meine Wohnung sauber mache, es tut mir einfach gut. Und ich hoffe, dass einige Leute da einfach zuhören und da was für sich und ihr Leben mitnehmen. Das ist eine Sache, man kann sich echt gut reflektieren. Da werden sehr viele Sachen erzählt, die einfach der Wahrheit entsprechen und die uns mehr in unser Herz reinbringen. Und ich glaube, das ist das, was wir Menschen heutzutage brauchen. Und deswegen genießt den Laden, lasst einen Daumen nach oben da, schreibt ein Kommentärchen, abonniert diesen Kanal. Ich liebe euch von ganzem Herzen. Wir gehen rein in den Peter und los. Wir werden zum Gesang. Wir werden der Avatar. In jedem Fall nennt man das Verschmelzen mit dem Prana-Feld Savikalpa Samadhi. Oder Samprajnada Samadhi. Samadhi mit Samen bedeutet ein Restsamen für die Gewohnheiten. Ein Samen für die Form. Samen Man, Alter. Gib mir die Sami-Vibes, Bro. Ein Samen für die konditionierte Verstandes- und die karmische Aktivität. Solange da noch ein Samen für das Festhalten, die unbewusste Verstandestätigkeit, für die Trennung zwischen innerer und äußerer Welt vorhanden ist, kann das endgültige Ziel nicht erreicht werden. Savikalpa Samadhi. Das vorbereitende Samadhi wird auch Jana. Ich sag euch ehrlich, ne, ich gucke das ganze Ding gerade in Englisch und ich sag euch ganz genau so, wie es ist. Die Stimme auf Deutsch ist einfach krasser als in Englisch. Oft ist es ja so, dass Original immer geiler ist, ne? Aber hier bei dem Video, der Übersetzer, der Typ, der hier gerade redet, der hat eine brutale Stimme. Voll knackig so, weißt du? Geht gut drin auf jeden Fall. Ali oder Jana Sanskrit genannt. Das Karma in der Selbststruktur wird verbrannt, eine energetische Vorbereitung des Gefäßes für das Erwachen. Der wahren Natur, die durch Nichtstun, durch die Beendigung der Verstandesaktivität realisiert wird. Die Beendigung der Verstandesaktivität, das ist so eine mächtige Geschichte, meine lieben Freunde. Ich habe mir gestern auch beim Einschlafen, habe ich mir so Gedanken darüber gemacht, wie ich das so formulieren würde. Und ich glaube, ich fange auch bald wieder an, Podcasts zu machen. Den Bionic-Podcast von Leon Lovelock, weil es ist einfach, ich will das in meinen eigenen Worten mal erklären, was für mich Seele bedeutet, was für mich Meditation bedeutet und wie ich das für mich verstanden habe, so, weißt du, weil ich glaube, das kann dann jüngeren Leuten vielleicht auch nochmal helfen, das zu realisieren, so, und das ist so mächtig, wenn du aufhörst, dich mit diesen Sachen, die du eigentlich nicht bist, zu identifizieren, das ist crazy. Dein Geist ist wie ein Teich und deine Gedanken sind wie Wellen oder Gekräusel auf diesem Teich. Kräusel it in, Bro. Was kannst du tun, damit der Teich still wird? Was auch immer du tust, wird nur noch mehr Wellen erzeugen. Du kannst ihn nicht glätten oder still machen. Der Teich kommt nur zur Ruhe, wenn du jedes Bemühen und Streben, jede Bewegung aufgegeben hast. Du kannst nichts tun, um dein natürliches Wesen zu erkennen. Die Erkenntnis dessen, was du bist, erfolgt jenseits der Bewegungen des Geistes und der Sinne. Wer bewegt den Geist?
Erkenne, wer eine Wahl trifft. Boah, scheiße, Bro. Digga, das ist, diese Doku ist so heftig, Mann. Diese Doku ist so heftig, Digga. Ich merke das sofort. Der erinnert mich nach 2-3 Sätzen schon daran, was eigentlich abgeht, so. Und ich habe eben schon direkt losgelassen. Im Körper so. Stress, Anspannung, die ich hatte eben beim Sitzen. Einfach losgelassen. Weil wenn du deinen wahren Menschenkern realisierst, dann lässt du voll viele Sachen los, die dich stressen und so. Weißt du? Über die du nachdenkst, dies, das, bla. Das ist so crazy. Das wünsche ich mir für jeden. Ich schwöre auf alles. Es ist nur der Geist selbst, der wählt. Es ist nur der Geist selbst, der sich bewegt. Es ist nur der Geist selbst, der versucht, den Geist zur Ruhe zu bringen. Das ist, wenn man das einmal verstanden hat auch, weißt du, dann macht es halt auch total Sinn. Alleine diese Perspektive, dass du ja, du kannst ja, dass du in, wenn du deine Augen schließt und versuchst, deine Gedanken zu beobachten, dann ist das ja möglich so. Wenn du versuchst, deine Emotionen, deinen Geist, alles, was passiert, zu beobachten, dann geht das ja. Und wenn du das verstehst und das gesehen hast, so, dann checkst du halt auch, dass du das nicht bist. Und dann gewinnst du Abstand dazu. Und dann kann das auch erstmal crazy sein, weil dann denkst, was bin ich denn eigentlich, weißt du? Weil du dein ganzes Leben gedacht hast, dass du das bist und dich damit identifiziert hast, so. Und wenn du das dann verstehst, dann ja, das ist powerful, Digga, das ist crazy. Wenn der Verstand diese Worte hört, wird er wahrscheinlich verwirrt sein und sich fragen, was kann ich tun? Lasse diese Verwirrung einfach zu. Lass es einfach zu. Werde dir des Wahren selbst bewusst. Werde des Gewahrseins gewahr, bewusst des Bewusstseins. Bleibe dabei, bis allein das zu deiner Realität wird. Am Anfang, wenn du beginnst, das Bewusstsein zu beobachten, siehst du nur das falsche Selbst, nur die Bewegungen des Verstandes. Aber das ist schon powerful, wenn du das siehst. Mit sei dir des Wahren selbstbewusst meine ich nicht ein Umdrehen oder eine Bewegung. Es ist nicht so, als ob du eine Kamera auf ein neues Objekt richtest, sondern es ist vielmehr so, dass du dein Interesse für die Bewegungen des Geistes oder dein Festhalten daran aufgibst. Es gibt zwei Hauptknoten, die uns an die Identifikation mit dem falschen Selbst binden. Der Körper will sich wohlfühlen und der Verstand will wissen. Der Körper braucht angenehme Gefühle und will Schmerz vermeiden. Alle Sadhanas oder spirituellen Praktiken, die zu Samadhi führen, beinhalten grundsätzlich zwei Dinge. Erstens die Dualität von Behagen und Unbehagen loszulassen und zweitens einen nicht wissenden Verstand zu entwickeln, tiefe innere Hingabe, energetische Hingabe, gedankenfrei präsent sein, Bewusstsein ohne Präferenzen. Sokrates wird als die weiseste Person seiner Zeit betrachtet. Er ist berühmt für seine Maxime, ich weiß, dass ich nicht weiß. Dies ist das sokratische Paradox. Einen Nichtwissenverstand, einen nicht wissenden Geist anzunehmen, ist das Tor zu Samadhi.
sei still ohne Hoffnung, ohne Gedanken, denn Hoffnung würde auf einer Idee basieren. Dadurch würde weiterhin Energie in den konditionierten Verstand fließen. T.S. Eliot schrieb: Ich sagte meiner Seele, sei still und warte ohne Hoffnung, denn es wäre eine Hoffnung auf das Falsche. Warte ohne nachzudenken, da du nicht bereit bist, nachzudenken. Bruder, wenn ich Kinder sehe, die meditieren, das ist so heftig. Das ist so heftig. Also die werden krass safe jetzt. Auch wenn ich Kinder hier sehe, teilweise, ne? Ich kenne hier eine Familie, die verkaufen so Schmuck und solche Geschichten, selbst hergestellten Schmuck am Beach und so. Und es ist so ein Typ und der hat so drei Kinder und die haben alle so lange Haare, sind voll die Hippies so. Die sitzen auch manchmal da und meditieren einfach, weißt du? Da denke ich mir immer so, krass, wenn die erwachsen werden und jetzt schon mit Meditation, mit dem richtigen Mindset, Bewusstsein und so groß werden, in der Natur, weg von, die ich sehe, hab die noch nie am Handy gesehen, noch nie. Die spielen immer rum, die laufen rum, die spielen Ball, Digga, die meditieren, die machen all diese Sachen so. Das ist krass. Also genauso viele NPCs, wie, also nicht genauso viele, leider werden, glaube ich, mehr NPCs gerade groß, die schon mit zwei am Handy sind und TikTok scrollen. Aber es gibt auf jeden Fall noch Orte in der Welt, wo normale Kinder groß werden. Das gibt mir Hoffnung, weißt du? Wenn man meine 20 noch dazu nimmt, dann haben wir eine Chance auf jeden Fall. Der Moment, in dem du eine Hoffnung, ein Motiv oder einen Gedanken hast, ist der Moment, in dem du wieder im konditionierten Verstand gefangen bist. In der göttlichen Komödie schrieb Dante als Inschrift: Am Eingang zur Hölle gib alle Hoffnung auf, der du hier eintrittst. Dies ist in der Tat eine sehr praktische Instruktion. Es wäre eine gute Ermahnung, wenn Sie am Eingang jedes Meditationszentrums, Ashrams, Kirche oder Tempel angebracht wäre. Oder Moschee. Welche Hoffnung du auch hegst, sie basiert immer auf der konditionierten Vergangenheit. Hoffnung ist eine Art Wissen, welches die Ego-Struktur am Suchen und Machen hält. Wenn wir unsere Sadhanas, unsere spirituelle Praxis, die zu Samadhi führt, intensiv betreiben, müssen wir alle Hoffnungen, alle Projektionen in die Zukunft aufgeben. Loslassen und Wasser sein. Wie hast du es geschafft, von Pornos loszukommen? Ich habe damit aufgehört. Ganz einfach eigentlich, ne? Einfach aufgehört, Bro. Und akzeptieren, dass wir nicht einmal wissen, worauf wir hoffen. Dies ist eine Demütigung für das Ich. Am Ende ist es nur Disziplin. Ich habe mir bewusst gemacht, dass es mir nicht gut tut und dass ich keinen Bock mehr habe. Ich sag mir dann auch immer selber so, bist du ein Mann, Digga, oder bist du eine Pussy? Bist du ein Loser? So. Dann habe ich mich dazu entschieden, ein Mann zu sein und die Dinge, die ich mir vornehme und wo ich denke, dass es nicht gut für mich ist, durchzuziehen. Und dann geht das auch, weißt du? Du musst guten Self-Talk haben dafür und auch überzeugt davon sein, wer du bist und dir genug Wert geben, um die Dinge, die du dir vornimmst, auch durchzuziehen. Und dann klappt das eigentlich ganz einfach. Es ist, ich habe aber auch meine 2-3 Anläufe gebraucht, ne? Also ich will jetzt hier nicht so sitzen und sagen, ja, voll Ding und so. Ich habe auch 2-3 Anläufe dafür gebraucht, aber dann ging das auch klar, weißt du? Deswegen einfach immer schön streben, weiterhin nach dem Guten, nach dem, was du denkst, was für dich gut ist, und dann durchziehen. Wenn wir die Hoffnung aufgeben, geben wir auch die Furcht auf. Hoffnung und Furcht sind Projektionen des Geistes in die Zukunft. Die ja. Das hat nichts mit der Realität zu tun, Hoffnung und Furcht. Hat er vollkommen recht, Digga. Weil du denkst ja über die Zukunft nach, weißt du? Du denkst darüber nach, was eventuell kommen könnte. Du weißt ja aber noch nicht, was kommt oder nicht kommt, weißt du? Und dadurch kannst du deine Zukunft auch beeinflussen, wenn du dir schon zu viele Gedanken darüber machst, anstatt es einfach passieren zu lassen. Und vor allen Dingen Ängste.
halten dich halt dann auch eventuell von Dingen ab. Und das ist dann schade und traurig, dass du dich von deinen Ängsten steuern lässt. Haben wir alle schon gehabt, dass wir vor einer Situation extrem Angst hatten und dann ist die Situation eingetreten und es war gar nicht so, wie wir es uns vorgestellt haben. Und dann war eigentlich die Angst, die wir vorher hatten davor, unnötig und umsonst. Eine Verknüpfung, die uns an die Identifikation bindet. Hoffnung bedeutet Verlangen, Furcht ist Widerwille. Wenn wir im jetzigen Moment, so wie er ist, verweilen, wo sind dann Hoffnung oder Furcht? Unsere spirituelle Arbeit besteht darin, die Knoten, die uns... Geil, Digga, sowas fühle ich, wenn ich Leute sehe, die anfangen an sich zu arbeiten, so. Würde ich immer unterstützen, Digga. Die Identifikation mit der Person binden, freizulegen und aufzulösen. Wir bewegen uns jenseits von Behagen und Unbehagen und treten in die... Das ist doch nicht okay hier, oder? Das ist kulturelle Aneignung. Eine Weiße mit Rasterlocken, Bruder. Wissen. Ist das nicht in Deutschland verboten? Bewegen und sie. Jenseits von. Spaß natürlich, ne? Behagen und Unbehagen und treten in die Wolke des Nichtwissens ein. Wir können dies sowohl während der formellen Praxis als auch im Alltagsleben tun. Zu meditieren, dich selbst zu kennen, ist Brennen im Jetzt. Deine Gewohnheiten, deine Präferenzen verbrennen. Und dies. Zieh die Maske ab. Nichts von deinem Leben Getrenntes, die Muster fallen zu lassen, deine Beurteilungen, den Kampf zu beenden, noch während du dich mittendrin befindest, ist die tiefste Praxis. Dies ist der einzige Kampf, den du gewinnst, indem du aufgibst. Durch Unterwerfung, durch Sterben auf dem Schlachtfeld, freiwillig aufs Kreuz zu steigen. Deep, Diggy. Manche Menschen sind bereit für die höchsten Lehren über Meditation und Selbsterforschung, die einfache, klare Wahrheit. Sie werden den Dharma hören und sofort verstehen. Diese Menschen sind wie Holz, das gut gelagert wurde, und sie sind bereit, selbst zu verbrennen. Es braucht nur noch den Funken. Andere Leute scheinen mehr Vorbereitung zu benötigen. Sie sind wie feuchtes Holz und brauchen Zeit, um auszutrocknen, bevor sie Feuer fangen. Sie brauchen Techniken, Praktiken, um die Bindungen der Selbststruktur zu lösen und frei von Samskaras zu werden. Ja, also ich bin auch noch ein bisschen feuchtiger, wenn ich das so ehrlich sagen darf an der Stelle. Den Lovelock muss man noch ein bisschen trocknen, ich muss noch ein bisschen mehr in die Sonne rein auf jeden Fall. Oder sie glauben zumindest, dass es so ist, und der Glaube macht es dann wahr. Praxis und Technik sind vergleichbar mit Trittsteinen. Wie der Gebrauch... Knockout, ich küsse deine Zirbeldrüse, Digga, bester Mann. ...eines Dorns, um einen Dorn zu entfernen, oder ein Muster, um ein Muster zu entfernen. Spirituelle Praxis, wie das Rezitieren von Worten, Üben einer Disziplin oder irgendetwas Gelerntes, ist einfach Nachahmung. Es ist etwas sich Wiederholendes und Konditioniertes. Alle Techniken sind konditionierte Muster im Verstand. Die Praxis selbst wird niemals jenseits des Verstandes führen, zu Samadhi. Facts. Du wirst im Muster eines sich roboterhaft wiederholenden Zustandes bleiben. Das merkst du auch, Digga. Also ich merke das auch. Das ist klar. Das ist wirklich so. Es kann ein Tool sein, was dir eventuell helfen kann. Ja, aber wenn du das jeden Tag einfach nur wiederholst, stumpf und immer das Gleiche dabei, weißt du, dann ist ja klar, dass nicht das, die Technik an sich ist nicht das, was dich dahin führt, wo du hin möchtest. So. Ist es nicht.
Man sollte locker bei einer Technik bleiben, der inneren Energie erlauben, frei zu fließen. Wenn du absorbiert wirst von der inneren Energie, lässt das egoistische Tun nach. Das konditionierte Tun, das unbewusste Programmieren, hat sich aufgrund unvollständiger Erfahrungen gebildet. Immer wenn eine Erfahrung unvollendet bleibt, bildet sich ein Eindruck im Geist. Es entsteht ein kleines Programm im Unbewussten. Dieses Programmieren bzw. Konditionieren kann durch Traumas entstehen oder einfach durch Erfahrungen, von denen wir uns abgewandt haben, weil sie zu schmerzhaft waren. Unsere Selbststruktur besteht aus zahlreichen kleinen Programmen, die aufgrund unvollendeter Erfahrungen entstanden sind. Diese Gedächtniseindrücke sind nicht nur im Gehirn, sondern auch im Energiesystem des Körpers, im gesamten Nervensystemen, den Faszien und den vielen Netzwerken von Nadis oder Meridianen gespeichert. Zum Abspielen bis in die DNA rein. Und diese Programme Energie. Wenn Energie im Unbewussten eingeschlossen ist, dann ist das wie das Geöffnetlassen von Apps auf deinem Phone, die Energie krass verbrauchen. Unser Sadhana ist wie geiler Vergleich, ne? Lernen, die Apps auf dem Phone zu schließen. Um dich zu befreien, werde dir der subtilen Empfindungen bewusst, des Feldes der wechselnden Phänomene oder Energie in dir, ohne auf die Gedanken oder Gefühle, die auftauchen, zu reagieren. Indem wir die Präferenzen der Ego-Struktur fallen lassen und uns jenseits von Behagen und Unbehagen begeben. Alles in der äußeren Welt weist uns in die falsche Richtung. Die Gesellschaft sagt uns, wir sollen unseren Schmerz betäuben und Trost suchen. Der Weg hinein ist der Weg heraus. Der Weg heraus ist der Weg hinein. Wir müssen uns unserem Schmerz stellen. Wir werden frei von Samskaras, wenn wir eine vollständige Erfahrung haben. Indem wir sie spüren, ohne zu reagieren. Krass, Digga, vollständige Erfahrungen spüren, ohne zu reagieren. Wir darin brennen. Wir haben dann eine vollständige Erfahrung des Gefühls, ohne Emotion. Krasser Ansatz. Emotionen sind Reaktionen. Sie sind Gefühle, die mit Gedanken verwoben sind. Ich gucke nach dem Stream nochmal den ersten Teil von Samadhi. Ich gucke den auch gerade nochmal auf Englisch, Digga. Das ist wirklich sehr schön ausgedrückt und auf den Punkt gebracht hier, finde ich. Also wirklich jetzt. So, richtig geil. Wir geben den denkenden Teil auf. Vielleicht gucke ich danach sogar auf Spanisch. Bleiben bei dem puren Gefühl, der reinen Empfindung. Wie gesagt, geht es auf dem Weg der Befreiung nicht darum, sich besser zu fühlen, sondern darum, besser fühlen zu können. Die vollendetsten... Es geht nicht darum, sich besser zu fühlen, sondern besser fühlen zu können. Beispiele dafür sind Jesus am Kreuz oder Buddhas Meditation, die zu seiner Erleuchtung führte. Es geht darum, seinem größten Schmerz, seinen größten Ängsten direkt ins Gesicht zu blicken, die Konzepte, das Wissen und die Bewertungen von Gut und Böse loszulassen. Das Erwachen ist nur der erste Schritt im beschleunigten Prozess innerer Entwicklung, des Wachsens des inneren Lotus, des Werdens einer lebenden Brücke, der Reinigung des menschlichen Gefäßes, damit das Göttsein darin wohnen kann. Die Energie ist wie der Rosetta-Stein für die spirituellen Praktiken. Der Rosetta-Stein? Du verstehst, wie Energie arbeitet, verstehst du die Nützlichkeit dieser Praxis. Jede Technik oder Praxis unterbricht das Muster des Du. Du benutzt ein konditioniertes Muster, um konditionierte Muster zu unterbrechen. Du benutzt konditionierte Muster, um konditionierte Muster zu unterbrechen, Digga. Fühle ich komplett, Bro. Diese Samadhi erinnert mich halt auch dann so, weißt du, dann reflektierst du deine eigene Reflexion. Im Endeffekt so. Weil natürlich, wir tendieren immer dazu, dann zu übertreiben, weißt du? Dann gehen wir in die spirituelle Richtung, Digga. Dann denken wir, wenn wir jeden Tag 18 Stunden Yoga machen und 15 Stunden meditieren und dabei auch wieder voll das Programm eigentlich aufbauen und eine Kondition,
dass wir dann rauskommen aus der Matrix, so, weißt du? Aber der ist das eigentlich nicht. Da muss man schon auch immer ein bisschen so, weißt du, wie ich meine? Man, konstant muss man sich reflektieren und sich fragen, so, was geht ab? Leon, trinke 4 bis 4,5 Liter Pepsi Zero täglich. Hast du Tipps damit auf 4 bis... Bruder, du trollst doch, Digga, oder? Wie trinkst du denn 4 bis 4,5 Liter Pepsi Zero am Tag, bruv? Ist das dein Ernst? Das geht gar nicht. Und eine Sache will ich noch dazu sagen, so Leute kommen, die sagen, ey Bruder, wie baue ich Muskeln, die kommen in Stream, die sagen, ey Bruder, wie baue ich Muskeln auf, die kommen in Stream und sagen, ey Bruder, wie höre ich auf Pornos zu gucken, die kommen in Stream und die sagen, ey, wie höre ich auf Cola Zero zu trinken, aber ihr wisst doch alle ganz tief in euch, wie ihr damit aufhört, indem ihr damit aufhört, so. Weißt du, was ich meine? So, ich frage mich immer, es geht doch im Endeffekt darum, also was erwartet ihr jetzt von mir als Streamer, was ich euch sage, damit ihr es dann durchzieht? Ich glaube, dieses Mindset alleine, dass du jemand anderen versuchst, aus dem irgendwas rauszulocken, was dir dann hilft, das, was du für dich nicht richtig findest, aufzuhören, ist das falsche Mindset so. Weißt du, wie ich meine? Ich glaube, du solltest anfangen, dir selbst zu sagen, dass du damit aufhören musst und dann einfach mal auch... mal ein bisschen, weiß ich nicht, Digga, mal ein bisschen Verantwortung übernehmen und sagen, Bro, ich weiß, dass es mir schlecht tut, ich weiß, dass ich damit aufhören muss und ich höre damit jetzt auf. Und dann, ja, vielleicht, weiß ich nicht, Digga, was ich dazu sagen soll, weil bei mir persönlich ist es so, wenn ich mir etwas bewusst geworden bin, dass ich damit aufhören möchte, dann höre ich damit auf. Dann habe ich vielleicht nochmal einen Rückfall oder zwei Rückfälle oder drei auch meinetwegen, aber ich weiß ganz genau, dass ich damit aufhören werde und dann komme ich wieder zurück nach dem Rückfall und dann höre ich wieder damit auf und irgendwann bin ich dann stark genug, um damit wirklich, ich habe da auch jetzt nicht so krasse Probleme mit, es ist am Ende des Tages eigentlich nur Disziplin. Nimmst du dir was vor, ist dein Warum groß genug und wie viel Disziplin bringst du an den Tag, damit du die Sachen wirklich aufhörst? Das ist das Einzige, was du brauchst, Bro. So. Weiß nicht, Digga, was soll ich dir sagen? Was soll ich dir sagen, Alter? Was willst du hören von mir jetzt? Hör einfach auf, bruv. Du musst die Technik loslassen, wenn sie ihren Zweck erfüllt hat. Sonst erschaffst du daraus nur eine Identität und eine neue, spiritualisierte Selbststruktur. So, kenne ich viele. Tieferen Stadien der Meditation zu erreichen, ist es nötig, all das loszulassen, was wir über Meditation zu wissen glauben. Die alten Begriffe für Meditation, Jhana, Jhana, Zen oder Chan, beziehen sich auf eine Art innere Auflösung, eine Art meditativer Versenkung, eine Transformation oder innere Reinigung der egoischen Konditionierung. Die alte Bedeutung des Wortes Jhana ist verwandt mit dem Wort Japeti in Pali und bedeutet Verbrennen. Es ist ein Verbrennen von Verunreinigungen, von Sünden oder Samskaras. Es ist das Verbrennen der Identifikation mit dem falschen Selbst, ein Verbrennen der Täuschung, ein Verbrennen aller Präferenzen, aus denen das Ego besteht, ein Freisetzen und Hervorbringen innerer Energie. Du wirst gelassen mit dem, was ist, hingegeben an das, was ist, aufmerksam auf das, was ist. Das Erwachen zu unserer wahren Natur kann allmählich, stufenweise geschehen, wenn die Identifikation mit den verschiedenen Vorgängen im Geist fallen gelassen wird. Oder das Erwachen kann sofort geschehen. Dies wird im Zen Satori genannt. Die reinste Lehre wird im Schweigen übermittelt, aber so wie die Welt heutzutage ist, werden das nur wenige verstehen oder in die Quelle des Schweigens hineingezogen werden. Die Welt ist laut, sehr, sehr laut.
Es gibt eine berühmte Lehre von Gautama Buddha, die die Blütenrede genannt wird. Die Rede ist der Ursprung der buddhistischen Meditation. Kannst du auch selber machen, Kombucha. Ist so. Man könnte auch sagen, sie ist der Ursprung des Zen. Im Zen geht es um die direkte Übertragung der Wahrheit. In der Blütenrede hält der Buddha einfach eine weiße Blüte hoch. Er befand sich in unmittelbarer Gegenwart mit der Blume, verweilend in seiner wahren Natur. Das war die ganze Lehre. Anstatt ein langes Satsang zu geben oder mit Worten zu lehren, ließ er einfach seine Schüler die ganze Zeit mit der Blüte sitzen. Geil. Nur einer der Schüler empfing die Übertragung. Brav, Blüte, den Mann, Alter, wir sind da. Nur ein Schüler hat es verstanden. Um solch eine subtile Übertragung zu empfangen, bedarf es eines subtilen Geistes. Ja. Die höchste Wahrheit wird schweigend übertragen. Wie können wir diese Übertragung des Buddha-Geistes erhalten? Wie können wir erhalten, indem wir wieder mal mehr anfangen zu fühlen und weniger denken, was wir bereits haben, was wir bereits sind? Das Urbewusstsein ist überall, wenn wir Augen haben zu sehen, und nirgendwo im Besonderen. Das Urbewusstsein ist überall. Voll geil, Digga. Feier ich komplett. Ich schwör's dir. Das merkst du aber auch. Umso bewusster du wirst und du guckst eine Blume an. Wenn ich Blumen, also Blumen, Tiere, Kinder und so, die geben mir das heftig. Weißt du, dass ich das sehe so. Ich sehe mich dann. Ich sehe dann, dass wir alle zusammengehören. Ich sehe dann Gott. Ich sehe Gott. Du kannst den sehen. Die ganze Zeit. Jeden Tag, wenn du willst. Nach dem Erwachen ist die Wahrheit so einfach zu sehen, dass du dafür keinen Verstand brauchst. Der Verstand sucht und sucht. Wenn diese Bewegung aufgegeben wird, wenn diese Bewegung verbrannt ist, bleibt die Wahrheit übrig. Du bist bereits das, wonach du suchst, aber du identifizierst dich mit dem falschen Selbst. Nimm die Blüte wahr, und nimm wahr, wer oder was die Blüte beobachtet. Was trennt den Beobachter und das Beobachtete? Meditation oder Jhana heißt, hier und jetzt präsent zu. Wenn das Bewusstsein absolut präsent ist, sodass es kein Wissen mehr gibt, auch nicht im Unbewussten, dann gibt es den Beobachter und das Beobachtete. Guck dir den Kleinen an, Digga, in der Mitte. Geil. Nicht mehr. Es gibt dann keine Beziehung mehr zwischen dir und irgendetwas. Da ist dann keine Blüte und ein davon getrennter Beobachter. Es ist der begrenzte Verstand, der die Dinge sieht. Die Aktivität des begrenzten Verstandes erschafft die Dinge, das Erleben von Zeit und Raum, die Dualität von Erfahrung und Erfahrendem. Es ist möglich, hier und jetzt zu einer tiefen Stille jenseits des Verstandes zu erwachen, den Verstand nicht wegzudrängen, sondern ihn genauso zu lassen, wie er ist, jedoch loslassen, Digga, zulassen, ja, nicht im Verstand gefangen zu sein. Genau so, die Perspektive auf die Dinge verändern. Ich schwöre dir, alle deine Probleme, die du gerade in deinem Leben hast, wenn du die Perspektive zu diesen Problemen veränderst, ist dein Leben ein ganz anderes Leben mit den gleichen Problemen aktuell in deinem Leben. Denk mal drüber nach. Versuche nicht, diese Worte zu analysieren. Dies sind keine Konzepte. Wenn die Gegenwärtigkeit sich selbst erkannt hat durch diese Hinweise, lass den Verstand sich nicht daran beteiligen. Sobald du die Übertragung erhalten hast, schalte dieses Video ab und verweile als Bewusstsein im Bewusstsein.
Singen ist die höchste Lehre, die reinste Lehre. Die nächstbeste Lehre ist, direkt auf das Unergründliche zu deuten. Diese nächste Lehre hat im Lauf der Geschichte viele Namen gehabt. Es ist das Hinweisen auf das Transzendente Selbst oder das reine Bewusstsein. Im Buddhismus wird es Prajna Paramita genannt, was ultimatives Wissen oder perfekte Weisheit bedeutet, die sich vom gewöhnlichen bzw. konditionierten Wissen unterscheidet. Es ist das, was durch das achte Glied des Yoga realisiert wird, beschrieben von Patanjali. Im Shivaismus könnte man dieses Erwachen als Einssein mit Ishvara oder Shiva beschreiben, welches Namen für das absolute Bewusstsein sind. In den westlichen mystischen Traditionen wurden die Begriffe Henosis oder Apophatismus verwendet, um auf die Einheit mit dem Einen zu verweisen. Plotin sagte, dass das Eine alle Wesen transzendiert, aber unmittelbar in ihnen ist. Ist so. Im tibetischen Dzogchen ist es als der natürliche ursprüngliche Zustand. Digga, wisst ihr, was ich mal gesehen habe? Seht ihr den Kreis so, diesen Kreis? Das habe ich mal gesehen hier in Mexiko zweimal. Vollmond und so ein perfekter Kreis um den Mond rum. Was ist das? Im tibetischen Dzogchen ist es als der natürliche ursprüngliche Zustand des Seins beschrieben. Dort wird das Wort Rigpa gebraucht, um auf den Grund des Seins zu weisen. Im Sufismus ist es das Geheimnis der Geheimnisse. Sufismus, interessant, Digga, sehr interessant. Realisiert durch Fana, was die Auslöschung heißt oder lernen zu sterben, bevor du stirbst. Ich glaube, Kayvans Vorfahren müssten auch Sufis gewesen sein, Digga. Kayvan, Sufis, Javas heißt er ja. Im Mahamudra heißt es das große Siegel oder großes Symbol, die Verwirklichung des natürlichen Zustandes, uranfängliches Bewusstsein, Leere, das Absolute, klar und transparent, ohne Wurzel. Höre diese Worte nicht mit Verstand, sondern erkenne in der Tiefe des Bewusstseins das, worauf sie hindeuten. Die Wahrheit, wer oder was du bist, die Wahrheit, die den begrenzten Geist übersteigt, kann nicht mit den Mitteln des begrenzten Geistes gesehen werden. Easy. Der Ruhepunkt kann nicht mit Mitteln der Bewegung erreicht werden. Macht Sinn, oder? Wenn du den stillen Punkt jenseits von Denken erkennen willst, lass jedes Interesse an Gedanken und Empfindungen los, alle Vorlieben, alle Phänomene, die vom Geist und den Sinnen erzeugt werden, und Ruhe im bloßen Bewusstsein. Gedanken und Empfindungen sind ein Feld von sich ständig ändernden Erscheinungen. Bam, Digga. Da sind wir jetzt raus, Digga. Zweite Teil von Teil 3. Einen letzten Teil haben wir noch für nächstes Mal. Schön 30 Minuten noch auf entspannt. Dann sind wir durch diese heftig geile Dokumentation, die mich an sehr viele gute Dinge erinnert. Ich liebe euch, meine lieben Freunde. Schreibt auf jeden Fall eure Gedanken wie immer unten in die Kommentare rein. Dabei war alles, weil dabei war alles, weil wir waren ja schon dabei. Wir sehen uns im nächsten Stream. Macht's gut. Haltet die Ohren steif. Im nächsten Video meine ich natürlich. Kommt gerne aber auch mal im Stream mit vorbei. Ja, Mann. Bis dahin. Macht's gut. Peace out.